wir begrüßen jetzt ganz herzlich unseren amtierenden deutschen Meister, den zweifachen Supermoto-Weltmeister. Herzlich willkommen, Bernd Hiemer! Treppenfahren kann er definitiv. Und abspringen auch. Hier ist er nochmal ganz, ganz kräftig. Unser Champion. Tja, und das ein ganz historischer Moment. Allerletzte Ausfahrt Nummer 12. Bernd, definitiv oder hast du schon für einen Plan so irgendwie das Comeback vom Comeback oder vom Rücktritt oder sowas? Na, also bis jetzt gibt es definitiv noch keine Rücktrittsgedanken vom Rücktritt. Ich bin sehr happy mit der Entscheidung und ja, mal schauen, was in Zukunft kommt. Sag mal niemals nie, aber im Moment bin ich sehr glücklich damit. Tja, im Moment bist du sehr glücklich damit. Jetzt legen wir mal den ganzen Hirnkram und sowas ab und ja, Feierstunde erneut. Und Frage von mir eigentlich, war das zu Beginn der Saison schon geplant, das wird die letzte sein? Oder hast du gesagt, schauen wir mal, wie es mir Spaß macht und schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt? Also eigentlich ist die Entscheidung mehr oder weniger vor 2 Jahren gefallen, wo ich gedacht habe, okay, ich komme nochmal zurück zum Supermoto, versuche nochmal, was hier möglich ist und schau mal, was passiert. Anfang vom Jahr dann spätestens in Großenhain nach meinem schweren Sturz habe ich gesagt, boah, ich glaube, so langsam bin ich so alt für den Scheiß. Und ja, da war es definitiv sicher. Ja, so alt bist du noch gar nicht. Es gibt welche, die sind deutlich älter als du, die machen immer noch Supermoto. Aber das ist ja ein anderes Thema, dafür hast du es sehr intensiv gemacht. Für all diejenigen, die sich da nicht so mit auskennen, 3 Motorräder stehen hier, 3 12er. Und das sind alles ganz besondere Motorräder. Ja, das sind alles Motorräder, auf denen ich Titel gewonnen habe. Die 2 hier mit den roten Plaketten, natürlich die 2 wichtigsten, die Weltmeistermotorräder. Und hier hinter mir das aktuelle Motorrad, mit dem ich deutscher Meister geworden bin. Also, ja, ganz besondere Motorräder, wo mir natürlich sehr am Herz liegen. So, und das sind jetzt alles deine? Das sind jetzt alle meine, ja. Ganz rüber sieht man noch die allererste. Das wird dann auch gleich anschließend im Film dann nochmal zu sehen sein, mit dem Motorrad, wo ich dann 92 angefangen habe zum Motorradfahren. Ja, da kommen wir auch schon gleich zum Thema. Wir wollen euch ein bisschen auf den Abend vorbereiten. Ich habe ja gesagt, ne, wenn so eine Bühne da ist und so eine Leinwand und Moderator, die wollen ja alle was sagen und was zeigen und machen und tun. Deswegen wird es mehrere Etappen geben. Zunächst einmal steigen wir ein mit dem allgemeinen Überblick, nicht? Was hat Bernd denn gemacht von Kindesbeinen an? Wieso ist er überhaupt dazu gekommen? Wie konnte das passieren hier in diesem dicht besiedelten Gebiet, dass man da Motorrad fährt? Und dann gibt es weitere Etappen und auch noch ein paar Gesprächspartner. Sonst noch Dinge zu diesem Abend? Ja, von meiner Seite natürlich wahnsinnig toll, dass so viele Leute gekommen sind. Möchte alle recht herzlich begrüßen. Später natürlich ein paar Leute konnten vielleicht nicht kommen, also die Leute, wo stehen und dann sitzen wollen, wenn später irgendwo noch Plätze sind, kann man die dann natürlich auch besetzen. Ansonsten die Leute, wo hier sind, reservieren, wo das sitzen bleiben wollen. Und wenn Plätze noch frei sind, jederzeit hinsitzen, wo einfach noch Platz ist. Danke. Danke, dass alle da sind. Schönen Abend uns und viel Spaß alle. Okay, danke Bernd. Und dann würde ich jetzt sagen, Film ab, Teil 1, die Geschichte des Bernd H. Und der kann sich jetzt auch wieder in Feierkluft schwingen, nicht? Wir wissen ja, wie der sonst so am Wochenende aussieht. Also, viel Spaß jetzt beim ersten Teil des Films. Timon Beltrami. Dann in den schnellen Offroad und Hiemer stürzt. Anscheinend ist ihm das Vorderrad weggerutscht. Er kommt wieder hoch, nimmt das Rennen wieder auf. Das kostet Zeit und leicht absetzen. Lazzarini attackiert Hiemer und zieht innen durch. Hiemer versucht zu kontern, muss aber zurückstecken. Chambon und Künzel direkt dahinter. Ich möchte jetzt als erstes mal ganz kurz nach hier oben bitten, den Papa, den Eddie Hiemer. Eddie! So, Eddie. Der ist genauso fit wie der Bernd. Unglaublich. So, jetzt erzähl doch mal, wann hattest du die Idee, den Bernd zum Wunderkind zu machen?
Oh, Idee war das nie, gar nie. Das war nie geplant. Wir sind nur Motorradfahrer, spaßhalber, hobbymäßig. Ja, und kam dann irgendwann so ein Thema, Schied, der ist ja besser als ich, da könnte was werden? Ja, das ist im Motocross, sagen wir, das haben wir gesehen, der ist super, ist gut, aber zum Weltmeister reicht es nie. Wobei das ja nie geplant war, sowas zu machen. Aber wir sind früher in der Karthalle im Winter, wenn es immer langweilig war, wenn wir Fahrer kennen, mit dem Motorrad in der Karthalle gefahren. Und irgendwann ist der Band mitgekommen und dann haben wir gesehen, oh, der ist richtig schnell. Und da waren schon Profis dabei, wie Harald Ott, Marcel Götz ist da gewesen und der ist dann im Hinterrad noch gefahren. Und im Frühjahr haben wir gefragt, er möchte Supermoto fahren. Hm, fahren wir da groß weiter. Dann haben wir beim Supin angemeldet, auf so ein Training, Supermoto-Training. Und ist er zurückgekommen, wir waren gar nicht dabei, oder die Frau ist dabei gewesen. Zurückgekommen und was fahrst du das Jahr? Ah, ich fahre Motocross. Weil er später wieder das Gleiche, da der Supin wieder einen Lehrgang anbot, einen Supermoto-Lehrgang. Der Edi Seele war dabei, Achim Trinkner war dabei. Und in dem Lehrgang muss Achim Trinkner zu ihm gesagt haben, Bernd, bleib im Supermoto, da wirst du dann ganz groß. Dann ist er heimgekommen und dann habe ich gesagt, ja, was machst du jetzt? Ah, wäre das schlimm, wenn ich Supermoto fahre. Also der Achim hat eigentlich den Dick gemacht, dass er zum Supermoto übergang ist. Ja, und dann hast du gesagt, da haben wir ja eine Kleinigkeit schon vorbereitet, weil das Ding schon in der Garage stand, so ungefähr. Nee, war eigentlich nicht so. Der, auf die ganz schnelle habe ich mein Motorrad umgebaut, auf Supermoto. Für mich war das genauso Neuland, Supermoto. Am Bernsee erstes Rennen war auch mein erstes Rennen. Ich habe das nur vom Fernsehen oder von der Zeitung gekannt, Supermoto. Aber wie gesagt, Bernsee erstes Rennen war auch mein erstes Rennen. Und wie gesagt, ich habe das Motorrad aufgebaut und dann sind wir aufs erste Rennen gegangen. Ja, und dann ging es gleich los, ne? So durchstartmäßig. Wobei man sagen muss, die erste komplette Saison, das war auch so ein bisschen auf und ab da, nicht? Ja, sein erstes Rennen war ja schon zweiter Platz. Er war eigentlich von Anfang an schon konkurrenzfähig, also im Tempo schnell, aber er war wie so ein Sturzkandidat. Wir reden jetzt vom selben Jahr, ne? 2001 war das, ne? Wo er komplett angefangen ist. Carpia 01, ja. Genau. Also wir können das gleich nochmal nachvollziehen. Ne? Ich habe hier die Ergebnisliste dabei. Ne? Also nur zur Überprüfung. Ne? Also das ist das Thema, aber ich sehe schon, die ist gut vorbereitet. Ja, und dann ging das aber rasant weiter. Ne? Ja, das erste Jahr, wie gesagt, ist ja zweiter Woche im Cup. Ist vom Tempo hat Rennen gewonnen, war konkurrenzfähig. Und da hat man schon gesagt, ja, könnte was draus machen. Ja, und dein guter Kontakt dann zum Zupin, ne, da ist das dann direkt weitergegangen, Aufstieg in die Prestige-Klasse. Ja, das war ein guter Kontakt, aber das hat auch ein bisschen Geld gekostet. Aha. So ganz ohne war das nicht möglich, weil seine fünf Fahrer sind ja schon gestanden. Er war ja damals das Top-Team in der Supermotorbranche. Die ganze Weltmeister sind ja damals über den Zupin gekommen. Und dann war der Band als sechster Fahrer im Team, also hat ein bisschen Geld gekostet, um ihn da mitfahren zu lassen. Tja, der Josef war schon immer, nicht? So ein bisschen, ne? Aber gut, Investition hat sich ja gelohnt dann letztendlich. Ja, hat sich gelohnt. Wie lange bist du dann als Mechaniker? Warst du ab dem zweiten Jahr schon relativ arbeitslos da eigentlich? Ich wollte mich da gleich raushalten aus der Geschichte. In dem Moment, wo er schon ein Vertrag beim Zupin drin war, habe ich gleich gesagt, ich bleibe daheim. Er soll das alleine machen, mit dem eigenen Mechaniker, bleibt daheim, weil Vater, Sohn und Teamchef ist in der Regel immer ein Problem. Ja, ja, vor allen Dingen Teamchef und Vater. Aber das ist ein anderes Thema, können wir nachher drüber sprechen. So, und dann hast du zu Hause gesessen und darauf gewartet, dass das Kind endlich anruft und sagt, was er gemacht hat. Ja, wir waren schon mal Kontakt und haben das mitverfolgt, am Rennen mit Telefon und so, das haben wir schon mal mitgekriegt. Ja, und dann kam dann das nächste Thema, wo man dann mehr mitkriegte. Ne? Habt ihr das hier auch live im Fernsehen dann gesehen, wo das Thema WM war? Ja, haben wir immer live angeschaut, immer. Das ist dann doch schon ein bisschen Herzklopfen. Ja, der Puls, sage ich jetzt mal, war vom Fernsehen genauso hoch, als wenn ich vielleicht selber gefahren wäre. Tja, also, Eddie, du hast das richtig gemacht, muss ich sagen. War gut, dieses Thema am Thema Supermoto dann zu machen. Auch wenn du das so ein bisschen jetzt in Achim Trinkners Richtung geschoben hast, aber du hast das schon richtig erkannt. Also,
Ich hoffe, dass du vielleicht nochmal irgendwie die Chance da mit dem Enkel kriegst, ne? Dass du da, aber schauen wir mal, ob es dann überhaupt noch Supermoto gibt. So, Eddie, nachdem du ja so früh weggegangen bist, darf ich dann die zweite Erziehungsberechtigte hier kurz nach oben bitten, die Tashi. Ne? Die hat ihn denn nämlich ganz, ganz lange begleitet. Also seine damalige Freundin oder wie der Moderator sagte, Girlfriend und jetzige Frau und Mutter seiner Kinder, ihrer Kinder, Tashi. Also wir haben alle gesehen, was du gesagt hast. Wir können nämlich alle Lippen lesen. reden wir jetzt nicht drüber. Aber das war schon very, very exciting, ne? Also das war echt ein Jahr, wo die Band wirklich, wo er mal in erster war und am zweiten Platz da so enttäuscht war, dass ich echt sagen habe müssen, noch vor der Siegerehrung, bitte, lach wenigstens ein bisschen. Ja, also es war echt ein sehr emotionales Jahr und ich muss eigentlich schon sagen, das war auch eins von den schönsten Jahren. Also so 2006, der erste WM-Titel und da waren einfach die Emotionen so hoch, war richtig cool. Seit wann bist du mit Bernd eigentlich unterwegs gewesen? Kennengelernt haben wir uns 99 und seit daher bin ich eigentlich immer dabei und muss sagen, habe wirklich nur einzelne Rennen verpasst und ja, auch meine Eltern haben uns da natürlich sehr unterstützt, weil klar, ich war 14 und haben mich dann halt einfach so mitgeschickt, so ja, okay, gang mal mit von Freitag bis Sonntag und guckst halt, dass dann wieder heimkommst, so auf die Art und ja, war schon echt toll, ja. Tja, sehr aufregend, ne? Da kommt man hier aus dieser ruhigen Idylle als ganz junges Mädel und kriegt dann die Welt gezeigt. Toller Typ, ne? Genau. Und war dann auch echt so, dass wir immer gesprochen haben, ja, du, ich habe jetzt den Vertrag und man schafft mir das und so. Und wie gesagt, ja, schau mal halt. Also, der Bernd ja, ne, so habe ich ihn kennengelernt, etwas ernster, wie du das auch gerade schon beschrieben hast. Second place is a first loser, alles nur loser. Und du hast dann doch schon mal so ein bisschen in den Hintern getreten, nicht? Ja, gab einige Rennen, wo es dann wirklich so war, wo der Helm irgendwie ins Zelt geschmissen hat und wo er wirklich dermaßen enttäuscht war. Und klar, da musst du dann natürlich schon, musst dich selber zusammenreißen, weil es dir ja selber brutal angeht. Aber da musst du dann halt echt so, ja, yippie, warst doch Zweiter Woche und ist doch alles prima. Oder ja, auch ein Rennen, wo einfach mal nicht so war, nach dem Sturz oder so, da musst du dann halt einfach selber erstmal cool bleiben und erstmal gucken, wo sind überhaupt überall die Schürfwunden, so wie nach Cremona. Ja, das war dann schon auch hart. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das so ein Thema hart war. Aber man macht das dann irgendwann auch nur zusammen, ne? Das ist so ein Geben, Nehmen und alleine geht es eigentlich gar nicht mehr. Nee, also war auch wirklich so, dass so einzelne Rennen, wo ich dabei war, da haben wir echt eigentlich nach jedem Training haben wir telefoniert und das und das und jenes. Und also war wirklich für ihn, glaube ich, auch nicht so leicht, wenn ich mal nicht dabei war, weil war dann auch gerade so in der WM Pressetermine und hin und her und rum und um. Das habe dann halt immer alles ich gemacht und jetzt war ich halt da mal nicht dabei. Und dann so, ja, und so, ja. Yeah. Ja, ja, der kleine Bernd in die große Welt geschickt, allein ohne seine Tasche. So, bevor du jetzt noch viel mehr Details ausplauderst, machen wir jetzt ein ganz kleines Break. Du trinkst hier nochmal ein Schnäppchen und ein Schnäpschen, ne? Und dann kommen wir nachher nochmal zu vielleicht irgendwie noch interessanteren Details dann oder so. Nein, alles gut. Tashi, ich glaube, du bist ein Riesenteil des Erfolgs von Bernd. Danke, schöne Zeit mit dir. Okay, danke. So. Lieber Bernd Hiemer, liebe Familie Hiemer, liebe Motorsportfreunde, sehr verehrte Gäste aus nah und fern. Ich darf Sie alle hier in der Ebnerkeile in Friesenhofen im Namen unserer Ortsverwaltung ganz herzlich begrüßen. Ich möchte an dieser Stelle unseren Ortsvorsteher Christian Mark
entschuldigen. Leider ist der Wiesenburg-Wiesenburg verhindert und kann deshalb nicht bei uns sein. Ich möchte auch in seinem Namen Sie alle recht herzlich willkommen heißen. Lieber Bernd, ein altes Sprichwort sagt, verlasse das Fest, wenn es am schönsten ist. Diese Weisheit hast du dir mit der Entscheidung, deine aktive Motorsportkarriere jetzt zu beenden, zu Herzen genommen. Eine unglaubliche, erfolgreiche Ära als Profisportler geht zu Ende. Reflektiert man deine Karriere, dann wirst du sicherlich auch mir zustimmen, wenn ich heute sage, es war doch erst. Es war doch erst. Vor 31 Jahren in unserem schönen Ortsteil Elmenay in eine Familie hineingeboren, die im sprichwörtlichen Sinne das Benzin schon im Blut hatte. Schnell war klar, in welche Richtung deine sportlichen Ambitionen gehen würden. Nicht Leichtathletik, nicht Fußball, es war das Motorrad. Es war das Motorrad, welches wohl deine erste Liebe war und deine Zukunft so erfolgreich beeinflussen sollte. Und schon bald stellten sich die ersten Erfolge ein. Mit 14 Jahren südbayerischer Meister im Motocross. 2001 dann der Schritt in die Supermoto-Szene. Im Team Himer wurde auf Anhieb der zweite Rang in der sogenannten Open-Meisterschaft erreicht. Das war sozusagen die zweite Bundesliga im Supermoto. 2002 hast du dann wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Mit geliehenen 15.000 Euro hast du dich ein Jahr später beim Team Zupin Skvarna quasi eingekauft, um in der ersten Liga fahren zu können. Mit Erfolg. Denn nach einem weiteren Jahr warst du Profi und ein erlernter Beruf als Elektriker war passé. Im November 2003 dann schließlich dein internationaler Durchbruch mit dem ersten Europameistertitel. Ich erinnere mich noch freudig an die gelungene Feier auf unserem Rathausplatz. Von da an ging es steil die Erfolgsleiter nach oben. 2004 deutscher Supermotomeister in der Klasse Prestige Open, österreichischer Meister sowie der 12. Platz bei der Weltmeisterschaft trotz schwerer Handgelenksverletzung. 2005 folgte der Vize-Weltmeistertitel in der S1-Klasse und 2006 schließlich mit dem ersten Weltmeistertitel ebenfalls in der offenen Klasse S1. Mit dem zweiten Weltmeistertitel 2008 in der Klasse S1 bis 450 Kubikzentimeter ging dann noch ein größerer Traum in Erfüllung. Das war der Weltmeistertitel in der Premium-Klasse. Hier war auch die namhafte Weltelite am Start, wie zum Beispiel Van den Bosch. 2007 noch internationaler italienischer Meister sowie der 4. Platz bei der Weltmeisterschaft. Ja, lieber Bernd, alles erreicht, was sollte danach noch kommen? Es folgte der bittere, harte Abstieg von der hohen Erfolgsleiter. Stürze mit schweren Verletzungen, mit den daraus resultierenden Unstimmigkeiten mit dem Team. Eine neue Herausforderung musste her. Deshalb auch der Wechsel in den Straßenrennsport. Frei nach dem Motto, ja, nach Spanien reisen viele Europäer, war es bei dir nicht nur Wasser, Sonne und Wein, sondern die spanische Meisterschaft im Straßenrennsport, welche dich nach Spanien gezogen hatte. Es sollte ein kurzer Ausflug nach Spanien bleiben, denn mit der folgenden Insolvenz deines Teams waren die Träume schnell ausgeträumt. Aus, alles vorbei, Schluss, Fragezeichen. Aber du hattest noch eine Rechnung mit dir selber offen. Back to the roots, zurück zum Motorsport, zurück zum Supermotor. Nach all den leidvollen, schweren Verletzungen, Reha, Physiotherapie, auf mentales Training hast du dich wieder in die Supermotorwelt zurückgekämpft. Auch wenn dein erklärtes Ziel, dein erneuter Weltmeistertitel, nicht erreicht wurde, dein Comeback in diesem Jahr war grandios. Deutscher Meister sowie 3. Platz bei der Nationenwelt. Das Team KTM Bauernschmidt hat immer an dich geglaubt und war sicherlich ein Glücksfall für dich.
Lieber Bernd, du hast in deiner Profibahn als Spitzensportler, wie schon erwähnt, Höhen und Tiefen durchlebt. Auch wenn die Stürze und die daraus resultierenden Verletzungen noch so schwer waren, du hast nie aufgegeben. Du hast bewiesen, was man mit Trainingsfleiß und dem bedingungslosen Willen im Sport erreichen kann. Dein Ausnahmetalent hat dir mit Recht den Spitznamen Asphaltsurfer verliehen. Du hast es bis zu einem Eintrag bei Wikipedia geschafft und somit deinen Namen digital auf Stein gemeißelt. Im Namen der Stadt Leutkirch und im Besonderen im Namen der Gemeinde Friesenhofen möchte ich dir nochmals für deine sportlichen Erfolge gratulieren. Wir sind stolz, dass wir dich in unserer Ortschaft haben. Auch wenn du jetzt die Bühne als Spitzensportler verlässt, so ist es schön zu wissen, dass du den Motorsport mit all deiner Erfahrung als Ausbilder erhalten bleibst. Ich wünsche dir und deiner jungen Familie alles erdenklich Gute für eure Zukunft. Bleib gesund und allzeit unfallfrei. Vielen Dank. Ja, lieber Bernd, komm doch bitte zu mir. Zum Abschied gibt es gewöhnlich Geschenke. Die nächste Kaffeerunde kommt bestimmt wahrscheinlich morgen. Dazu eine außergewöhnliche Torte mit einem Bild von dieser Saison. Viel Spaß und guten Appetit. Dankeschön. Hättest du mal Lust, Motorrad zu testen auf der Straße? Band hat ich nicht lange überlegt. Ja klar. Dann habe ich ja gewusst, dass er in seine Flitterwochen ist in Thailand. Ich denke, passt, weil im Januar Motorrad fahren in Deutschland geht nicht. Dann kam er mit der Tasche nach Bangkok. Der Peter nicht dumm, Material, Motorrad besorgt, war ich in Bangkok. Tasche, es tut mir leid, aber du musst nach Hause und ich bin mit Band weiter. Dann sind wir 2 Wochen in Bangkok. Ihr kanntet euch ja auch länger als Taschi und Bernd, nicht? Deswegen waren das ja eigentlich die richtigen Flitterwochen. Also, nicht, dass irgendjemand falsche Schlüsse zieht. Also sexuell haben wir nichts gehabt miteinander, der Bernd und ich. Aber wie gesagt, es war eine schöne Zeit und aus der Idee, wir sind in Thailand gefahren und er hat 2 Wochen lang 1000 Kilometer trainiert. Es hat mich, glaube ich, 3 oder 4 Tage gedauert, überhaupt einmal, dass er einigermaßen auf dem Motorrad sitzt. Weil wenn du 10 Jahre lang so fährst, kannst du, wenn man die Bilder gesehen nachher, hanging off und Knie auf dem Boden. Das war natürlich am Anfang gar nicht. Der hat mir den Seitendeckel durchgeschnitten, Fußrasten waren weg. Aber dann nach den 2 Wochen habe ich gesagt, so Band, jetzt schauen wir mal, was für ein Level du hast. Und dann habe ich mich drauf gesetzt und dann waren wir plus minus gleich. Dann sage ich, gut Band, nicht, dass du meinst, du wirst morgen Weltmeister. Das ist im Moment dein Level. Du fährst die Zeiten von, in Anführungszeichen, Europa. Ja gut, und dann sind wir nach Deutschland, dann ging es los mit Testen in Spanien. Geschichte, er kam nach Meckenbeuren. Sind wir in 24 Stunden von Meckenbeuren nach Jerez gefahren, dass er 2 Tage testen konnte. Und sind nach 2 Tagen wieder die 2008 Kilometer heim gefahren. Zu zweit, Volldach. Und dann ging es los, erster Lauf, sensationell. Die Spanier kamen zu mir und haben gesagt, was ist denn jetzt von verrückt? Und ich sage, warum? Da, wo wir bremsen, drückt er der 6. Gang. Der hat gebremst, dass die Spanier Angst gekriegt haben. Er war auf der Bremse der Absolute. Und er hat das, damals war sein Teamkollege, der Arne Tode, langjähriger Supersportmeister, alles, den hat er mal gleich hinter sich gelassen. Und dann ging es gut los und dann in Aragon, natürlich Bernd, wie man kennt, sein Tunnelblick, Vollgas. In der Besichtigungsrunde hat er das 200-Meter-Schild mit dem 100-Meter-Schild verwechselt und bremst bei 280, bei 100 Meter. Ging alles gut, aber dann kommt er ins Kies, dann hat es nach vorne überschlagen. Denke ich, Mensch, was machen wir jetzt? Kommt er zur Startaufstellung, Helm auf 6:30, Motorrad krumm, dann wird das Motorrad gerichtet und er fährt das Rennen ins Ziel und hinterher hat sich herausgestellt, dass er seine Bänder abhat und Schulter kaputt. Und das ist es, er hat ein wahnsinniges, erstens mal Talent und B, aber sein Wille, Schmerzen wegzustecken. So einen Mensch habe ich bis heute noch nie erlebt und das zeichnet wahrscheinlich der Band aus. Aber
er hat einen hohen Preis bezahlt, weil er hat sich natürlich schon brutal verletzt. Und es wird irgendwann mal, wenn er in meinem Alter ist, wahrscheinlich morgen. Ja, aber er hat zwei Häuser, nicht? Wie du so schön gesagt hast. So. Dass wir das auch mal geklärt haben, ne? Tja, ja. Also nochmal, ne, an die Jungspunde, das war früher mal beim Supermoto möglich. Heute nicht, muss der Papi bezahlen. Jetzt war das Thema mit den Verletzungen hin und her. Leider ist das mit dem Straßenracing nicht weitergegangen, aber du sagst auch, das lag nicht unbedingt an Bernd, dass er es nicht konnte. Also wie gesagt, beim letzten Rennen in Jerez, Jonas Volker ist für alle im Begriff, dann Torres, Jorge Torres, der dieses Jahr der Cortese hinter sich klasse, der hat Grand Prix gewonnen, der hat gekämpft, der hat sich die Zähne ausgebissen an unserem Band. Wenn es weitergegangen wäre, wenn es bei MZ, sagt man, der Schweißdraht nicht zu Ende gewesen wäre, also die finanziellen Mittel, na, könnte er heute wahrscheinlich da fahren, wo der Cortese ist und vielleicht sogar noch erfolgreicher. Aber Racing is Racing, hätte, wäre, wenn. Du hast hier natürlich nicht so ein Konzeptbuch mit, sondern etwas, wo du jetzt den Bernd ganz gerne hier oben hättest. Also, Bernd, komm, hier sind die Bilder von deinen beiden Häusern. Nein, natürlich nicht, das ist irgendwie was anderes, was der Kollege Roberto dir da mitgebracht hat, in klein und in groß. Oh, Vorsicht hier, ein Bierchen. So, jetzt du, aber nicht so lange. Also Bernd, erstens mal die Geschichte in Pattaya. Zwei Wochen, kannst du nachher mal rumgehen lassen, wie stressig ein Rennfahrerleben sein kann, das sieht man hier die Aufnahmen. Abends am Pool, dann, er wollte natürlich immer besser sein wie ich, am Anfang in unserem Bungalow haben wir einen schönen Schwimmpool gehabt, dann fing er an, ich 6 Bahnen tauchen, er 7, ich 7, er 8 und so ging es bis zum Ende. Und dann, wie gesagt, es war eine schöne Zeit, will ich nicht missen, eine Freundschaft hat sich dadurch entwickelt, wo wahrscheinlich noch lange halten wird. Und das ist die eine Geschichte, dann hier. Ich war letztes Jahr, oder dieses Jahr vielmehr, in Misano. Und du kennst meine Kontakte, ich war beim Valentino. Der Valentino hat zufällig in Misano gewonnen. Da haben wir am Dienstag dann eine riesen Party gehabt. Und du weißt, dass er eine eigene Strecke hat, wo mit Marquez und mit allen möglichen Supermoto fährt. Da ist eine Einladung von Valentino persönlich. Wir werden, wenn du Lust hast, mit mir Grand Prix machen in Misano und anschließend beim Rossi auf seine Piste gehen. Super, total geil. So, und um jetzt den Fall Roberto, Entschuldigung, den Fall MZ abzuschließen. ja, also ne, für Insider. Das war eine der kürzesten Vorstellungen von Herrn Roberto am Mikrofon, die ich je erlebt habe. Aber eins haben wir noch. Die Wahrheit, warum Bernd nicht zum Grand Prix da wurde. Also die Geschichte MZ, ich habe hier ein paar Bücher. Die kosten normalerweise 20 Euro. Da gebe ich im Band 10. 10 behalte ich, weil ich die kaufen musste von MZ. Da ist die ganze Geschichte drin. Kann man lesen über Martin Wimmer, MZ, auch vom Band. Eine schöne Geschichte drin, die gibt es nachher da hinten bei mir am Tisch. Signiert natürlich vom Band. Wenn jemand will, auch von mir. Und wie gesagt, die könnt ihr haben. Okay, danke schön. Die interessanten Geschichten von einem langjährigen Wegbegleiter. So, und jetzt darf ich noch ganz kurz hier auf die Bühne bitten, denjenigen, der sich um das zumindest vorläufige sportliche Finale von Bernd Hiemer gekümmert hat. Thomas Bauerschmidt, du bist jetzt dran. Ich hoffe, deine Mannschaft dort hat dir genug Input gegeben, um jetzt die Lobeshymne auf Bernd hier loszulassen. Oder auch nicht, wie auch immer. Also, für diejenigen, die etwas älter sind und die neueste Phase nicht mitbekommen haben, Thomas Bauerschmidt, Teamchef, letzten beiden Jahre von Bernd Hiemer. Und du hast mir vorhin gesagt, eigentlich die geilsten Jahre so in Sachen Team Bauerschmidt. Ja, stimmt. Also, erstens ist es für das ganze Team unwahrscheinlich gut gewesen, weil wir von Bernd alle sehr viel gelernt haben. Also professionell, Motorräder. Er hat absolute Ruhe angebracht in die ganze Geschichte. Naja, den Rest, was rausgekommen ist, kennst du ja. Tja, wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass ihr aneinander gekommen seid? Der Bernd hat uns sehr viel Geld geboten.
Nee, definitiv nicht. Also es war nicht so. Wir haben dringend jemanden gesucht im Team eben und irgendwann hat der Marco gesagt, komm, wir rufen mal einen Band an. War dann angerufen, haben wir uns getroffen. 2-3 Wochen vielleicht ein bisschen rumdiskutiert und dann ist der Band mal gefahren. Und dann ist es passiert, Freiburg, und dann war es eigentlich soweit, ja. Tja, und dann war der Bernd in eurem Team, ne? Und dann, das ist ja nicht so vor der Tür, das Team, aber trotzdem hat jeder den Weg immer in Angriff genommen und gesagt, wir machen jetzt Attacke, wir drehen mal richtig am Rad. Ja, es sind 400 Kilometer, die wir auseinander sind und wir haben viel getestet am Anfang, das hat sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, du kannst mit dem Band sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Du freust dich richtig aufs nächste Wochenende. Ist echt so. Tja, und jetzt die große Lehre. Bernd nicht mehr da, oder? Habt ihr schon einen Geheimplan? Wir haben einen, ja. So, also, die haben einen Geheimplan, dann soll der Plan auch geheim bleiben. Wir sehen uns in diesem Jahr und ich bin in guter Hoffnung, dass ich den Bernd das eine oder andere Mal auch noch sehen werde. Thomas, danke. Also, Thomas Bauerschmidt. Liebe Freunde, entschuldigt bitte, dass ich die interessanten Gespräche hier nochmal unterbreche. Aber ich bin ja nicht umsonst 600 Kilometer bis hier hingefahren, um nur Bier zu trinken, kann ich auch zu Hause. Wir wollen ja noch ein bisschen Programm machen. Und dieser letzte Abschnitt befasst sich ausschließlich mit dem Jahr 2014. Wir haben keinen Film, weil ausnahmsweise in diesem Jahr beim Supermoto kein TV dabei war. Dafür hat aber Markus ganz viele Fotos gemacht und die haben wir jetzt hier mal so ein bisschen zusammengestellt. Also, die Saison 2014, wo es Bernd tatsächlich geschafft hat, nochmal einen deutschen Meistertitel zu holen. Und das war keine einfache Nummer, denn so ein kleiner, frecher Österreicher hat dich da verdammt geärgert, ne Bernd? Ja, also das waren oft sehr harte Duelle, war sehr enge Duelle und er hat mich letztes Jahr ja schon sehr stark gefordert. Letztes Jahr leider, dass sie nur hinter ihm war. Dieses Jahr habe ich gedacht, es war einfach langweilig hinterherfahren, vor allem mal vorne her und es gelingt mir zum Glück öfters und von daher war ich auch ja, am Ende zum Glück nochmal oben. Ja, wobei das Ende mehr als knapp war. Wir schauen mal dahin, die wichtigste neue Unterstützung, nämlich der Kappenhalter Bima Junior, immer dabei. Und das ist natürlich von großem Vorteil, weil dann nicht so viel Sekt verschwitzt wird. So, das glaube ich eine sehr entscheidende Szene, die nicht nur dem Sascha, der an diesem Wochenende für dich Dienst getan hat, etliche graue Haare, ach nee, der hat gar keine mehr, beschert hat, sondern auch du hast dich danach nicht ganz so gut gefühlt, Bernd. Nee, also es war sicher ein Wahnsinns-Crash. Man sieht es ja an den Bildern, es kann man ahnen, was da los war. Es war eigentlich schon der zweite Aufprall. Ich bin schon zuerst mit voller Wucht in die Kompression vom Sprung reingeflogen und der zweite Aufprall war dann eigentlich erst die Bilder, die man da gesehen hat. War ein Wunder, dass ich keine Knochen gebrochen hatte. Ich habe schon mit Markus, wir waren zusammen im Krankenhaus und habe gesagt, hol das Telefon raus, wir müssen wieder Bad Neustadt anrufen, da ist wieder Handgelenk ganz sicher kaputt und Operationstermin ausmachen.
dann glaube ich 6-7 Röntgenbilder und war zum Glück nichts. Am Sonntag unter Schmerzmittel, leicht betrübtes Gesicht, ging es einmal aufs Podium, dann noch ein 5. Platz, da habe ich leider viele Punkte verloren. Und da musste die ganze Saison mühsam die wieder abknappern und ist mir aber zum Glück noch gelungen, ja. Ja, aber dennoch, ne? Also nach dem Abflug, wo alle gesagt haben, okay, das war mal wieder eine Saison für jemand zum Abhaken, 15 muss er nochmal einen Anlauf nehmen, nein, er hat die Punkte geholt. So, und dann sind wir schön ins Saarland gefahren, fantastisches Wetter, HEMA sehr gut aufgelegt und er macht uns hier den weißen Racer, nicht? Genau, ja, war ein neues Outfit, war ein bisschen verspätet, aus Holland geht es manchmal ein bisschen langsamer. Es hätte eigentlich im Dezember zu Fotoshootings anwesend sein sollen, aber ja, im Mai war es dann da. Also, ja. Das ist eine normale MVD-Quote. Achso, ne, das war nur so am Rande. Genau, also St. Wendel war schon direkt die Woche später, also nur mit sehr viel Schmerzen, war zweimal knapp Zweiter. Dann im Juli lief es schon deutlich besser und ja, da war das Feeling alles wieder da, gleiche Outfit. Und dann konnte ich zweimal ganz oben stehen und endlich den Vorsprung verkürzen. Ja, ich würde sagen, Harzring, schön warm und war auch Wetzlarwetter. So, dann Schafheim, ein Klassiker, kanntest du noch aus deiner Jugend sozusagen. Genau, das erste Submotorrennen war direkt an Schafheim, also 13 oder 14 Jahre früher. Und von daher war es natürlich für mich schön, da mal wieder zu sein, da auf der Strecke zu sein, immer toll da. Leider halt schwierig, hat man da gesehen, erste Start bescheiden, eher beschissen, Entschuldigung für die Wortwahl, war aber so. Dritter Platz, konnte das ganze Rennen nicht überholen, war die ganze Zeit am Hinterrad und kam nicht vorbei. Und ja, zweite Lauf habe ich den Spieß umgedreht, war vorne nach dem Start und habe gewusst, zack, keinen Fehler machen. Es war noch ein bisschen schwieriger, da hat es angefangen zu regnen. Wir sind auf Slicks draußen gewesen und immer stärker, zuerst Niesel bis Regen. Und letzte Runde war dann echt ein Ritt auf Eiern. Habe aber gewusst, keinen Fehler machen, dann kommt ich nicht vorbei und war auch bis zum Schluss so. So, und guck mal, ne? Ganz glückliches Gesicht hier und die Jugend schaut da ein bisschen hoch. So, ja. Jetzt kommen wir zum legendären Finale in Stendal. Ja, ihr seht es, ne? Zweimal vorüber rankommen und glücklicherweise hatte irgendjemand gesagt, Metzler sind die besten Regenreifen, also lassen wir es doch mal regnen. Ja, also ich war natürlich nicht so super glücklich, dass das geregnet hat. Vor allem der Offroad-Teil war ja unbefahrbar, musste man nur auf der Straße fahren, ist immer ein bisschen langweilig. Für mich war, man sieht es hier schon, da war viel Bitumen, nur so Betonplatten und für mich war so der Schlüssel des Erfolges, dass ich halt am Abend, am Samstagabend bin ich glaube 4 oder 5 Mal die Strecke abgegangen, habe mir jeden Pitomo-Flag angeschaut und dann lief es eigentlich echt super. Für ja, Samstag war natürlich wieder, wie so manchmal, habe ich es ein bisschen übertrieben, bin dann noch gestürzt, aber Sonntag lief super, wie man auf dem Bild sieht. Deutscher Meister nochmal, das war natürlich ein super Highlight zum Abschluss. Nichtsdestotrotz, aufgehört hätte ich trotzdem, ob es jetzt zum Titel gelangt hätte oder nicht, das war vorher schon klar. Ja, deutscher Meister ist auch was Besonderes für dich, so oft hast du ihn nicht geholt, ne? Nee, so oft habe ich nicht geholt. War 2004 der erste deutsche Titel und danach kamen viele Verletzungen. Hat immer gelangt, dass ich meistens zur Weltmeisterschaft wieder fahren konnte. Aber deutsche Meisterschaft muss ich oft Rennen auslassen und von daher war ich oft nur Zweiter, Dritter, Vierter in der Meisterschaft, weil ich ein paar Rennen auslassen musste. Oder natürlich, viele wissen es vielleicht, Friedrichshafen, das Rennen, der Dani war dabei. Mit 10, 15 Sekunden Vorsprung in Führung liegend, habe ich einfach mal gedacht, ja, ist ja langweilig, habe mir halt mal auf die Schnauze ausgefallen. Mit 10 Sekunden Vorsprung, kurz vor Schluss. Also es gab natürlich auch Momente, wo einfach zu vergessen waren. Von daher lief es in der DM nicht immer gut. Der Fokus war dann jahrelang auf der Weltmeisterschaft und da hat es auch manchmal ganz gut funktioniert. Ja, also der zweite DM-Titel Friedrichshafen, könnte der Kollege Robato noch eine Geschichte erzählen, als wäre fast ein drittes Haus geworden. So viel Sponsoring wäre da zusammengekommen, wenn du da gewonnen hättest. Aber hast du ja nicht, hast ja auch nur 2 Kinder, 2 Häuser reichen. So, und das ist also der Siegersprung und der Bernd, eifrig wie er immer ist. Wir machen nach so einer DM-Saison immer eine super tolle, geile Party. Der HEMA konnte nicht, weil er am nächsten Morgen irgendwelchen BMW-Schülern was erklären musste. Und deswegen werden wir jetzt mal hier nochmal ein bisschen etwas ganz Besonderes nachholen. Nämlich eine
Number Plate. Und deswegen darf ich den Vertreter des DMSB, ADAC, wie auch immer, den Hartmut ganz kurz mal nach hier oben bitten, der etwas ganz Besonderes hier für den Bernd hat. So, das ist noch ganz frisch verpackt hier. Also, einfach nur die goldene 12 auf Rot. Rot, Champion, 12 Gold. Aber es gibt noch eine absolute Besonderheit. Hartmut, bitte. Ja, der Bernd denkt sich vielleicht jetzt, was will der Knalli hier mit der Platte? Ich habe da schon genug von den Dingern, ja. Das Ding ist eigentlich jetzt nur symbolisch. Es ist ein Symbol dafür, er ist der bisher der erste Weltmeister aus Deutschland und auch bisher der einzige aus Deutschland. Und in Anerkennung seiner Leistung im Supermoto-Sport haben wir von Seiten des ADAC und vom DMSB beschlossen, dass seine Nummer, die Startnummer 12, als Hommage an ihm in Zukunft nicht mehr vergeben wird in der Klasse 1. Also für all diejenigen, die da nichts mit anfangen können, sowas hat es bisher in Deutschland noch nicht gegeben. Die Amis sind da eigentlich sehr stark und diese Nummer 12 ist dann eine ganz besondere Nummer 12, nämlich 12 für immer Bernd. Ja, danke schön, Hartmut. So, bevor jetzt, ja, Bernd, unser Bester, es war manchmal etwas schweißtreibend. Angefangen hat das Ganze damals in Franciacorta und wir waren eigentlich reif fürs Podium, aber diesmal war Bernd nicht so ganz der Schuldige, es war Michi Herrmann, der da etwas verletzt war und wir deswegen ganz knapp an dem Podium vorbei sind. Dann gab es ein bisschen Break und keiner wollte das mehr machen und dann sind wir 2010 nach Frankreich gefahren. Riesenauftritt, alles super, alles klasse, alles toll und Bernd hatte leider das Problem, dass er... Ich sag heute noch, du warst etwas übermotiviert, aber das bin ich wahrscheinlich der Einzige, der das gesagt hat. Bei der Überrundung leider mit einem französischen Junior-Teamfahrer zusammengestoßen ist. Das Blöde war nur, da konnte er nicht zu. Es war so ein fetter, fetter, dicker Stein, der da im Weg lag, wo er mit dem Rücken draufgeknallt ist. Das war wirklich eine sehr kritische Situation. Die medizinische Versorgung in Frankreich war allerdings top. Eine Garage im Flughafen mit einer Matratze, wo man dann die Erstbehandlung durchgeführt hat, war wieder nichts. Dann nach dem kurzen Straßenausflug sind wir nach Bulgarien gefahren, letztes Jahr. Alles super, alles klasse, alles toll, aber irgendjemand in dem Team, ich weiß gar nicht, wer das war, hatte die Idee, wir probieren mal neue Ketten. War der Hammer, diese Ketten. Nicht geeignet für 20 Minuten Supermoto-WM-Lauf. Und dann dieses Jahr, alles klappt jetzt. Wir fahren aufs Podium. Alles super, alles toll. Ich sag Bernd noch, ich denke, der ist jetzt über 30, der hört auf dich. Bernd, sitzen bleiben, alles cool machen. Ja, hat nicht so ganz geklappt, aber es gibt noch irgendwas ganz Schönes irgendwo, nämlich eine gewisse Gerechtigkeit. Weil Racing ist nicht nur dieses Thema Gas geben, du musst auch alles korrekt machen. Und Bernd hat alles korrekt gemacht, wir haben alles korrekt gemacht und deswegen gab es dann zum Ende nochmal eine Bronzemedaille in der Mannschafts-WM. Aber leider ist es so, dass der DMSB, also unser Fachverband, ein bisschen schwer organisiert ist. Und deswegen war der Teamauftritt nicht ganz so toll. Es gab halt keine Teamkleidung. Wir sind nicht so gut organisiert wie die Österreicher. Die machen das direkt ohne ihren Verband. Die bestellen einfach was und haben geile Klamotten. Und wir laufen da rum mit, ich habe nur 3 T-Shirts mit. Die sehen so gleich aus, schon haben wir ein Team. So, jetzt haben wir aber ganz was Tolles hier. Im Nachhinein ein super Team-T-Shirt. Es wird keiner haben, aber du hast es. Also... Supermoto Team Germany, S1, Cremona, alles steht drauf und noch die Namen,
aller 6 Teamfahrer, denn es war ja nicht nur das Senior-Team, mit 30 gehört man zum Senior-Team, sondern auch das äußerst erfolgreiche Junior-Team da. Bernd, du hast noch hier ein Prototyp des Original-Team-T-Shirts, wie es hätte sein können, denn wenn aber überhaupt, warum? Es war eine furchtbar schöne Zeit mit dir. Ich hoffe, irgendwann kommen wir nochmal wieder zusammen da. Also, Bernd. So, jetzt bist du aber noch nicht fertig. Es gibt da noch andere Geschichten. Das war ja was aus der jungen Geschichte. Aber es gibt ja noch aus der Anfangszeit etwas irgendwo. Damals, wo du Husqvarna gefahren bist. Wo ihr mit 58 Mann beim Zupin im Team wart. Oder 57, wie auch immer. Das Geld war knapp. Aber Europameisterschaft musste gefahren werden. Und da war der Martin mit dabei. Damals eigentlich vom Achim, der Mechaniker, aber ein Urgestein sozusagen des Supermoto. Und in Erinnerung an die alte heiße Zeit hat er für dich auch noch ein ganz kleines Präsent. Abstellen. Ich glaube, das ist ganz schwer, weil, Martin, jetzt darf Bernd ja offiziell Alkohol trinken, oder wie ist das, ne? 18 ist ja schon weit, ich darf schon weit Alkohol trinken. Ich habe viele Grüße vom Achim bestellt, er kann leider nicht da sein, wir haben vorhin noch telefoniert. Und da wir aus einer Weingegend kommen, aus dem schönsten Weinort Deutschlands, ist so gewählt worden, habe ich letzte Woche mal mit der Natascha geschrieben und sie hat gesagt, sie trinkt gerne mal eine Flasche Wein und habe deswegen in Erinnerung an die alten Tage, die wir so am Anfang miteinander erlebt haben, eine schöne Kiste Wein, eine Kiste, sagt man bei uns im Schwäbischen. Und ja, ich hoffe, lasst es euch schmecken und denkt immer mal wieder an die alten Tage. Ja, und ihr wart das aber, genau. Hattet ihr damals auch schon Wein im Auto, wo ihr auch nochmal wieder an die jungen Leute, also nicht Riesentruck und sonst irgendwas mit Fahrer, sondern wie ist man damals zur Europameisterschaft gereist? Ja, für Alkohol hatten wir gar keinen Platz im Auto. Also wir waren damals in einer C-Klasse zu fünf, der Achim, ich, Natascha war glaube ich dabei, der Daniel und du. Wir sind dann beim Achim im Hof gestanden, der Bernd ist dazugekommen und Auto fertig gepackt, alles geladen, kommt der Bernd halt, das Vorderrad muss noch mit. Wir haben dann irgendwie, haben es doch geschafft, alles ins Auto zu bringen, die Lederkombis haben wir hinter auf der Hutablage, fünf Mann ins Auto gepackt und sind dann irgendwo hinter Paris gefahren. Wo genau, weiß ich nicht mehr. Und ja, für Alkohol hatten wir keinen Platz. Siehste? Aber du hast alles Gute bemerkt. Ja, und die Rückreise, das besprechen wir gleich noch. Da hatte sich Bernd ausnahmsweise mal wieder wehgetan. Da nicht? Nein. Das war eine andere Fahrt, das war eine andere Fahrt. Also, der Martin, ne, nicht nur dieses Thema, sondern da gibt es auch viele Geschichten, aber wir müssen die jetzt hier nicht alle machen. Aber als Vertreter von der alten, klassischen Generation, Martin, der jahrelang als Mechaniker dabei war, Dankeschön, top, super. So, wenn ich richtig informiert bin, gibt es aber von der alten Sache auch noch irgendwie was. Ich weiß nicht, ob die Kollegen vom ersten Promotor der deutschen Supermoto-Serie dabei sind. Nämlich, das war damals die Zeitschrift Motorrad. Wir haben so 1993 versucht, irgendwie das Thema Supermoto zu erfinden. Ja, das war weit vor deiner Zeit, aber so in dem allgemeinen Trend ging das dann auch weiter. Und es gab da so 1, 2, 3, 4, 5 gute Seelen, die das Thema gemacht haben. Das war der Uwe Reitmeier im Hintergrund und im Vordergrund Peter Meyer, der damals auch ganz wichtig zum Supermoto-Fachausschuss gehörte. Und jetzt hier immer noch bei der Motorrad ist und der hat hier eine super geile Plate gemacht, nämlich Motorrad-Titel mit Vollgas, Bernd Hiemer und noch so ein paar anderen Sachen dabei. Sehr schöne Sache. Also das, ne? Zwei von den roten Jungs. Ja, ich habe leider mein Trikot vergessen. Wir holen das nochmal nach bei der nächsten Abschiedsfeier vom Kollegen Hiemer. Und eigentlich müssten wir noch den Müller damit hochholen, noch so ein paar andere Säcke. Aber Dankeschön.
Peter, bleib mal vorne kurz. So, groß geworden in Mindelheim. Und deswegen. Entschuldigung, er ist noch hier. Fototermin. Dankeschön, Dankeschön. Hallo, Peter. Du, hallo, Licht. So, wer, du kriegst noch einen Pokal hier. Och, und Sekt. Jetzt wollen wir hier noch Sauerei, wie auch ein Foto. Und das war ähnlich. Zu der deutschen Meisterschaft. Leider habe ich vorher noch keine Zeit gehabt. Ein kleines Präsent von uns und ein bisschen was zum Trinken. Dankeschön. Und ich hoffe, dass du uns als Berater nach deiner aktiven Zeit noch länger erhalten bleibst. Ja, selbstverständlich. Ja. Danke. Also, MSF Mindelheim hier nochmal mit der Ehrung für Bernd. So, die, die mich kennen, die wissen ja, dass meine Frau nicht immer verwöhnt worden ist mit Blumen. Also von daher zum Abschied nochmal recht herzlich Dankeschön natürlich. Ein kleiner Blumenstrauß zum Abschied. Danke Tashi, dass du immer hinter mir gestanden bist. Egal ob es ein schöner Moment war oder kein schöner Moment. Sag was. Hallo? Danke Schatz. So, dann natürlich Mama. Ohne die wäre das Ganze nicht möglich gewesen, wäre nie dazu gekommen, hätte nie so schöne Zeit gehabt. Danke, dass wir uns jetzt haben. Dann an die Chefin natürlich auch noch Blumen. Danke, dass ich mich zurückgeholt habe, dass ich mir die Chance gegeben habe, da nochmal mit zum Beweisen, mein, ja, einfach noch ein paar Rennen zum Fahren. War eine schöne Zeit mit euch. Danke, ich komme auf jeden Fall wieder zum Rennen und gehe euch, oder Thomas besser gesagt, auf den Sack. Danke. So, dann habe ich hier jetzt noch ein paar Präsente. Und zwar so ein paar die schönsten Erinnerungen, ein paar Bilder. Hier einmal für den Thomas. Danke, Chef. Hier haben wir einmal für den Äpfel. Das sind für jeden, könnt ihr dann vielleicht mal zeigen. So die schönsten Erinnerungen, was ich mit den Personen dann immer zu tun gehabt habe. Da war hier einmal Äpfel, beide Arme gebrochen, konnte mich natürlich überhaupt nicht bewegen. Mit der Grillzange sind wir aufs Klo gegangen, kann sich jeder vorstellen, wie er mir da helfen musste. Essen natürlich das gleiche, habe beide Arme im Gips gehabt. Danke Äpfel, dass ich mich immer auf dich verlassen konnte. Gell? Bei Markus das gleiche, das waren manche haarsträubenden Feste, natürlich die Hochzeit sehen wir noch dazu. Mein Trauzeuge, Äpfel, leider war es dir verwehrt, gell? Auf der Toilette geschlafen, kurz nach der Brautentführung. Im K.O.-Modus aufgeben. Der Trauzeuge, der Markus, zum Glück länger durchgehalten. In Hechlinger, bei unseren Kollegen waren wir schon, mit dem Äpfel aus, sind wir zusammen durch die Gegend geschippert. Schöne Momente, danke, dass du so viel dabei warst. Dankeschön. Und dann für den Papa und für die Mama auch noch ein kleines Bild, was so alles los war in den letzten Jahren, wo wir zusammen drauf waren von Anfang und ja, so alles dabei. Danke, Papa. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Kannst du den schon holen? Dann Omi, du darfst auch noch hochkommen. Hallo! Hallo! Komm, sind alle da? Hallo! Hallo! Sind alle da? Mhm. Omi, verdienen du dich auch? Du bist auch schon lange dabei. Hallo! Ja?
bist auch schon lange dabei, hast deine Tochter mit meinen Händen anvertraut. Ich 16, hast du 14, 15. Danke, dass ihr immer dabei war. Wir haben auch noch ein kleines Präsent, auch noch einen Blumenstrauß. Die Omi hat nämlich die andere Blume besorgt, den Blumenstrauß hat jemand anders besorgt. Ich habe gedacht, es kommt ja blöd, wenn die Schwiegermutter die Blume von sich selber besorgt. Von daher, die Blume hat jemand anders besorgt. Danke. So, genug gesagt. Wir sind ja auch heute hier, um zu feiern. Jetzt kommt der Part vom Kollegen dann, die legen jetzt Musik auf. Wenn getanzt werden will, sind wir flexibel. Wir können da ein paar Tische beiseite räumen, hinter anschließen oder. Also jetzt fetzt die Party, hoffentlich an der Bar, an der Theke. Noch viele nette Gespräche, aber wir müssen nicht nur über den Rennsport reden. Erinnerungen haben wir genug geschweift. Jetzt schauen wir nach vorne. Viel Spaß heute Abend. Danke, dass ihr alle da seid. Schönen Abend noch. Bye bye.